In den 90er Jahren führte hier kein Weg vorbei. Techno, Eurodance und Schlagerklassiker aus den Boxen. Dazu ein Goldi Cola in der Hand. Die Rede ist natürlich vom Supermax Lollipop im Lausitzpark. Wo einst wild gefeiert wurde, tanzen jetzt die Bagger. Abrissarbeiten sind hier im vollen Gange. Vom Mode- und Getränkemarkt sowie der eben gezeigten Disco sind nur noch Schutthaufen übrig. Doch auch die verschwinden bald. Die Eigentümerin des Lausitzparks, die Edeka Minden Hannover Regionalgesellschaft, plant auf dem Areal einen kompletten Neubau. Von ihrem Bürofenster aus kann Silke Schulz-Apelt den täglichen Fortschritt gut beobachten. Für die Centermanagerin beginnt jetzt eine neue Ära. Ja, der Lausitzpark ist ja mittlerweile schon in die Jahre gekommen. Wir haben ja 1993 das Center eröffnet und in dieser Zeit hat sich natürlich wie im normalen Leben natürlich vieles verändert. Die Einkaufsgewohnheiten haben sich verändert, der Kunden, und wir wollen natürlich an das veränderte Einkaufsverhalten natürlich uns auch anpassen und wollen und haben ganz einfach beschlossen, zu sagen, wir bauen eben neu, wir sind ja nicht im Bestand, sondern wollen uns einfach danach richten, was will der Kunde, was braucht der Kunde und was erwartet er von uns. Und ich denke, da ist uns was ganz Tolles gelungen. Die Neugestaltung des Lausitzparks wird in zwei Bauabschnitten erfolgen. Wo gerade noch die Bagger zu tun haben, soll Ende 2023 der Marktkauf neu eröffnen. In diesem Marktkauf integriert wird es eine tolle Gastro-Szene geben mit einem entsprechenden modernen Food Court, wo die Leute da auch entspannt entsprechend sitzen können. Und natürlich wird es ein umfassendes Angebot an kleinen Einzelhandel geben, kleinflächigen Einzelhandel geben und Dienstleistungen, die man dann direkt sozusagen, wie man es von uns vor Ort gewöhnt ist, sozusagen dort auch wieder finden wird. Nach der Neueröffnung beginnt der zweite Bauabschnitt. Dann geht es auch dem alten Lausitzpark an den Kragen. Mit Ausnahme des Obi-Marktes wird hier komplett abgerissen. An gleicher Stelle wird dann ein neues Fachmarktzentrum errichtet. Wo wir im Endeffekt noch ein weiteres vielfältiges Angebot, ein Mix aus neuen und alten Mietern sozusagen, dort eben anbieten werden. Die beiden Baukörper werden mit überdachten Überwegen entsprechend verbunden, sodass man ganz bequem schlendern kann auf dem Gelände und den Einkauf entsprechend verbinden kann. Auch die Infrastruktur auf dem Centergelände wird komplett umgekrempelt. Neue Parkplätze, Ladesäulen für E-Autos sowie überdachte Fahrradständer. Auch die Buslinie bekommt neue Haltestellen. Für die Kundschaft soll es während der gesamten Umbauphase aber so wenig Einschränkungen wie möglich geben. Wir fangen jetzt an ab 7. Februar mit dem ersten Teilbereich des Parkplatzes. Da wird es zu leichten Einschränkungen geben im Bereich des Obi. Aber natürlich wird der Obi trotzdem für die Kunden erreichbar sein und auch Parkplätze zur Verfügung stehen. Da braucht also keine Angst haben, dass er seinen beliebten Einkaufsmarkt dort nicht finden kann. Insgesamt investiert die Edeka Minden Hannover in den neuen Lausitzpark über 70 Millionen Euro. Laut Planung soll das gesamte Bauprojekt Mitte 2025 abgeschlossen sein.